Kate, es hat keinen Sinn, Ihnen etwas vorzumachen. Dieser Schatten hier in Ihrer rechten Brust, sehen Sie mal, ist eine anormale Wucherung. Wollen Sie damit sagen, dass ich Krebs habe? Nein, nein, keineswegs. Ziehen Sie bitte keine voreiligen Schlüsse. Ich habe Sie hierher bestellt, um mit Ihnen einen Test zu machen. Ja. Eine ganz einfache Geschichte. Nur eine kleine Gewebeentnahme. Wir können das hier in meiner Praxis machen. Und am Montagmorgen haben wir schon das Resultat. Montagmorgen. Oh, bitte, seien Sie doch nicht so verstört. Tumore dieser Art sind meist gutartig, aber wir wollen kein Risiko eingehen. Kommen Sie. Ich habe deine Mutter gesehen. Wo? Sie ist eben vorbeigefahren. Ich glaube, sie wollte uns absichtlich nicht sehen. Das war sicher nicht Mom. Ich glaube doch. Ah, ah. Halt dich da raus, die wimmeln wir ab. Ist hier Holland Street 123? Ich weiß nicht, Sir. Ich bin neu hier. Weißt du hier Bescheid? Sie kann nicht Englisch sprechen. Sie kommt aus Kanada. Hör zu, Kleine. Ich habe keine Lust, mir Witze anzuhören. Ich suche Holland Street 123. Ist das hier? Nein, ist es nicht. Hallo, ich bin Mrs. Richardson. Ich habe schon gedacht, Sie hätten uns vergessen. Laura, du hast noch viel zu tun. Buddy, sei ein Engel und hilf Laura beim Einpacken. Dann seid ihr ganz schnell fertig damit und dann habt ihr auch noch Zeit zum Spielen. Okay? Ich weiß gar nicht, wie wir das überleben sollen. Weißt du überhaupt, wie weit Detroit von hier ist? Alles, was ich von Detroit kenne, sind Stevie Wonder und die Supremes. Das ist noch das Beste dran. Das Schlimmste ist, es ist 2311 Meilen entfernt. Mit dem Auto braucht man 3 Tage. Und der Hin- und Rückflug kostet $312.73. Und ein Ferngespräch kostet 16 Cent die Minute. Was sollen wir bloß machen? Ich weiß auch nicht. Heute ist schon Samstag. In 2 Tagen fährst du weg für immer. Schöner Käse. Und hier ist das gute Stück. Sagen Sie mal nichts, lassen Sie mich mal raten. Ein Jubiläum. Was sagten Sie bitte, Mr. Howard? Oh nein, es ist nur ein Wohltätigkeitsessen. Die Anwaltskammer möchte das Gerichtsgebäude restaurieren lassen. Ah, gut. Es wäre auch ein Jammer, wenn Sie das alte Haus abreißen würden. Es ist ein hübsches Bauwerk. Dicke Wände, nicht aus Zahnstochern und Papier, wie Sie heute bauen. Sagen Sie, ob da auch getanzt wird? Nein, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich werden nur Reden gehalten. Ach, dumm. Die würden mehr Geld bekommen, wenn man auch tanzen könnte. Es würde auch mehr Festlichkeit aufkommen. Wissen Sie, was ich meine? Soll ich das auf Ihre Rechnung setzen? Ja, bitte. In der heutigen Zeit, wissen Sie, sollte man viel mehr tanzen. Die Menschen brauchen doch Aufmunterung. Meine Lebensphilosophie ist, arbeite hart. Und wenn du nicht arbeitest, amüsiere dich so gut du kannst. Sie wissen, was ich meine. Ja, ich weiß. Dann amüsieren Sie sich also gut. Und versuchen Sie, die Leute zum Tanzen zu kriegen, ja? Ich versuch's. Und vielen Dank, Mr. Howard. Oh, Mrs. Lawrence. Wie gut, dass mein Kopf angewachsen ist. Und sagen Sie, Mr. Lawrence, er soll vorsichtig mit dem Nachtisch sein morgen Abend. Ich habe die Hosen so weit ausgelassen, wie es nur geht. Also vorsichtig. Ich werde es ihm sagen. Vielen Dank, Mr. Howard. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo. Hallo.
An deiner Stelle würde ich das Brot lieber nicht essen. Warum nicht? Weil du Größe 52 hast und dieser Anzug hier ist Größe 50. Ich hab nicht Größe 52. Ich habe mich seit dem Tag unserer Hochzeit nicht verändert. Ich wünschte, ich könnte das auch von mir sagen. Wo warst du? Ach, überall und nirgends. Ich habe den Anzug geholt und... Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Du warst über 2 Stunden weg. Ah, jetzt hast du mich erwischt. Wenn du es genau wissen willst, ich hatte ein kleines Techtelmechtel mit Mr. Howard. Aha. Ja, sowas Ähnliches habe ich mir schon fast gedacht. Keine Sorge. Wir treffen uns nur am Samstagmorgen. Aha. Was macht deine Arbeit? Miserabel. Man könnte fast wieder anfangen zu rauchen. Oh, Doug, du hast doch nicht etwa... Nein, aber ich habe dran gedacht. Na, hast du die Notizblöcke gekauft? Oh, tut mir leid. Bitte entschuldige. Ich hab's vergessen. Schäm dich, Kate. Es tut mir leid. Ich hab sie vergessen. Wenn's so wichtig ist, dann gehe ich noch mal und kauf sie. Nicht nötig. Ich gehe schon. Ich weiß gar nicht, weshalb du solchen Aufstand wegen dieser Blöcke machst. Mach ich nicht. Du warst über 2 Stunden weg. Ich hatte Angst, dir wäre was passiert. Nichts ist passiert. Ich war auch noch in der Gärtnerei. Ich wollte sehen, ob ich ein paar Azaleen für unseren Garten kriege. Azaleen? Da kannst du mal sehen, das war deine Schuld. Was ist denn los mit dir? Was ist denn, Liebling? Kate. Gar nichts. Was soll denn los sein? Mein Mann hat rausbekommen, dass ich eine Affäre mit seinem Schneider habe. Kate, nach 25 Jahren Ehe weiß ich genau, wenn was mit dir nicht stimmt. Komm. Bitte, sag's mir. Vor 2 Tagen habe ich einen Knoten in meiner Brust entdeckt. Dr. Reston hat eine Röntgenaufnahme gemacht und einen Tumor gefunden. Das war auch der Grund, warum ich heute so lange fort war. Ich war bei ihm. Er hat Gewebe entnommen, um zu sehen, ob es bösartig ist. Doch vor Montag werde ich es nicht wissen. Och, ich habe da Statistiken gelesen. Diese Knoten sind meist harmlos. Also in den meisten Fällen stellt sich heraus, dass sie vollkommen harmlos sind. Ich habe da schon seit Jahren einen Knoten auf meiner Schulter, nicht? Ich weiß. Nur dieser Knoten in der Brust, den Dr. Reston gefunden hat, ist was anderes, ein Tumor. Können wir denn irgendwas tun? Nein, wir können nichts tun, nur bis Montag warten. Am besten wäre es wohl, einfach nicht mehr daran zu denken und ein normales Wochenende zu verbringen. Wir haben ja einiges geplant. Wie stellst du dir das vor? Ich möchte ein paar schöne Tage verleben mit dir und den Kindern. Ich möchte nicht immer daran denken. Ich möchte, dass niemand dran denkt. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich kann das alles noch gar nicht fassen. Die können uns doch nicht einfach auseinanderreißen. Ich glaube immer noch, das Ganze ist ein Traum. Meine Mutter sagt, ich werde schon neue Freunde finden. Und dass ich dich bald vergessen habe. Das glaube ich nicht. Wir müssen unsere Freundschaft irgendwie besiegeln. Durch irgendwas, damit sie immer so bleibt. Ich kann dir mein größtes Geheimnis anvertrauen. Das habe ich noch keinem Menschen erzählt. Und dann erzählst du mir deins. Ach, das kennst du doch schon. Ach ja. Es müsste etwas Besonderes sein. Ich
Jetzt weiß ich. Eine Kette mit zerbrochenen Herzen. Aus Gold. Und die tragen wir dann beide? Ja, jeder die Hälfte. Oh, ich werde meine immer tragen. Ich auch. Ich fahre nach Haus und hol Geld. Wir sollten nicht mehr als $8 dafür ausgeben. Okay. Hallo, Dr. Reston? Ah, danke. Ich freue mich, dass Sie das verstehen. Also wegen Kate. Ich weiß, aber Statistiken sind nur ein schwacher Trost, wenn es sich um jemand aus der eigenen Familie handelt. Ja, was anderes können wir ja wohl auch nicht tun, natürlich. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte mich nur noch einmal vergewissern, Doktor. Ich hoffe es. Und vielen Dank. Welcher Doktor? Ist jemand krank? Nein. Nein, ich wollte nur eine Auskunft für einen bestimmten Fall. Nichts Besonderes. Wo warst du? Ich habe dich seit dem Frühstück nicht mehr gesehen. Ah. Die Welt ist voller Gauner und Verbrecher. Ich bin zur Universität gefahren, um mir eine Karte für das Science-Fiction-Festival zu kaufen. 12 Stunden ununterbrochen zeigen sie die besten Science-Fiction-Filme. Aha. Und? Hast du eine Karte gekriegt? Nein, deswegen bin ich ja so vermiest, dieser Kerl da mit seinem Schabenwagen. Schabenwagen? Naja, der Imbisswagen. Der Kerl verkauft belegte Brötchen und Hotdogs. Jedenfalls hat der Bursche alle Karten aufgekauft und verkauft sie jetzt für 10 Scheine. Tatsächlich? An wen? Science-Fiction-Fans. Hast du noch nichts über ihre Kongresse gehört? Alle, die sich Raumschiff Enterprise im Fernsehen ansehen. Hast du schon mal gesehen? Richtig, der Mann mit den Ohren, jetzt weiß ich. Genau. Und die Fans treffen sich dann auf den Kongressen, um darüber zu sprechen. Mein Gott, in welcher Welt leben wir eigentlich? Es ist nicht diese Welt. Es ist jene Welt. Dad? Die Sache mit den $10 ist noch nicht geklärt. Versuch's bei Buddy. Sie ist reicher als ich und hat vielleicht mehr Verständnis für deine finanziellen Probleme. Ausgeschlossen. Die verlangt von mir 8,5% Zinsen. Tut mir leid. Na ja, Willy, ich will mal nicht so sein. Du kannst mir ja nicht weglaufen. Hey, Dad. Ah, du hast ja in letzter Zeit nicht zu Schulden kommen lassen. Wenn du also dahin gehen willst, dann geh ruhig. Hör zu, ich habe einen Heißhunger auf einen Hotdog. Wir könnten doch 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was diese Hotdogs anbelangt, schlagen wir nicht nur 2 Fliegen, sondern auch 2 Mägen. Ich komme gleich runter. Danke, Dad. Kate, Willy und ich, wir gehen mal kurz weg. Ist noch was? Nein. Aber zieh lieber eine Jacke an, es fängt an zu nieseln. Und dann viel Spaß. Ich hätte gern 2 Hotdogs mit allem. Und eine Karte fürs Filmfestival. Na, was habe ich gesagt? Ich wusste, Sie kommen wieder. Hab ich Menschenkenntnis oder nicht? Was? Da sieht man wieder mal, wenn jemand auf etwas Besonderes scharf ist, spielt Geld keine Rolle. Stimmt's? Oder habe ich recht? Leider haben Sie recht. Wissen Sie was? Sie sind wirklich ein Glückspilz. Denn vorsichtshalber habe ich noch ein paar Karten zurückbehalten. Hier habe ich noch eine. Das nennt man Glück, was? Noch mehr könnte ich gar nicht aushalten. Hey, Sie müssen ja nicht. Sie können sie nehmen oder nicht, aber erwarten Sie kein Mitleid. Eine Hand wäscht die andere. Sie müssen es ja wissen. Ed? 2 Hotdogs und eine Eintrittskarte. Alles zusammen für $11. Immerhin. Den Senf und die Soße hat er umsonst dazu gegeben. Also, Dad, was ist passiert? Was soll denn passiert sein? Oh, komm schon. Ich bin doch nicht dumm. Wir haben uns immer um Geld gestritten, seit ich nicht mehr auf der Schule bin. Und plötzlich schenkst du mir $10 für eine Kinokarte und fährst mich auch noch hin, sie abzuholen. Ah, ah. Irgendwas muss doch los sein. Was überschätzt du?
$10, das ist doch keine Staatsaffäre. Weißt du, Dad, für einen Rechtsanwalt bist du ein schlechter Lügner. Setz dich. Ja. Du scheinst mich ganz gut zu kennen, Willi. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe gehofft, dass du mich fragst. Es geht um deine Mutter. Komm. Sie war heute Morgen beim Arzt. Und der hat dir gesagt, bin ich, Tisilisch. Ich möchte lieber Letitia genannt werden als Tisilisch. Also gut, Buddy. Ist irgendwas los? Nein, nichts. Ich räume nur meinen Schrank auf. Dann kommt der nächste Schrank ran und es dauert nicht lange. Dann fängst du an, meine Sachen aufzuräumen. Diesen Blick kenne ich doch. Blick? Ja, du hast so den Generalreinigungsblick. Hast du gut beobachtet, Buddy. Du hast recht, genau das habe ich auch vor. Kann ich etwas für dich tun, Schatz? Ja, ich glaube schon. Kannst du mir bis zum nächsten Freitag $3 borgen? $3? Was hast du denn mit deinem Kapital gemacht? Alles in bester Ordnung. Willy hat mir gerade was zurückgezahlt. Ich habe jetzt noch $55, aber ich muss Laura noch ein Geschenk kaufen. Für $58? Nein, Ma, du hast nicht zugehört. Mein Geschenk kostet ungefähr $8. Wenn du mir 3 vorschießt, habe ich immer noch meine 50. Wozu brauchst du $50? Das ist doch heute so. Bei der Inflation und alles. Man weiß doch nie, was passiert. Die 50 hätte ich schon ganz gern als Sicherheit. Verstehst du? Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe nur 20. Ich kann wechseln. Ein 10er, 5er und 2 Einser. Macht Spaß, mit dir Geschäfte zu machen. Ich muss sagen, $8 erscheinen mir ein bisschen viel für ein Geschenk, selbst wenn es für Laura ist. Es ist aber sehr wichtig. Sie kauft mir das Gleiche, damit wir für immer Freunde bleiben. Glaubst du wirklich, dass man dafür ein Geschenk braucht? Ich finde schon. Du, Mom, musst du nicht noch mal weg? Es regnet. Aber ich verspreche dir, ich mache um dein Zimmer einen großen Bogen. Aber vielleicht sollte ich doch ein bisschen rausgehen zum Friseur. Das ist ein Witz. Ich fand unsere Unterhaltung sehr nett, Buddy. Aber bevor sie noch niveauloser wird, würde ich doch sagen, geh lieber Laura besuchen. Okay, danke. Aber Mom, lass dich beim Friseur nicht verunstalten. Du gefällst mir am besten, wenn du bist, wie du aussiehst. Du hast leicht reden. Tisilisch. Ein Glück, dass es aufgehört hat zu regnen. Wir haben wirklich schon genug Ärger. Eine Kette mit zerbrochenen Herzen wäre wirklich das Beste gewesen. Ja, ja, natürlich, aber du hast ja nicht genug Geld für deine, also geht's nicht. Und wenn ich beide Hälften bezahle, dann wäre es ja kein Geschenk mehr. Ich weiß, aber meine Mutter wollte mir ja nicht mehr als $5 geben. Ich habe dir schon seit Jahren gesagt, du sollst sparen, Laura. Dann kommst du erst gar nicht in solche Verlegenheit. Ja, stimmt schon, Buddy. Guck mal. Was? Das ist ja ein Knaller, komm. Die kosten sicher nicht mehr als $5, oder? Mit Mehrwertsteuer vielleicht doch, aber die übernehme ich. Na, was soll's sein? Wir suchen ganz was Besonderes. Na, was habt ihr denn gedacht? Naja, wir wissen noch nicht. Also alles, was wir haben, hängt an der Wand oder hier auf dem Ständer. Ihr braucht euch nur das Muster auszusuchen und die Farbe. Aber wenn ich euch raten darf, nehmt sie sehr groß. Sie laufen nämlich gewöhnlich etwas ein. Also fangt ihr an und
Naja, für die hier drüben seid ihr noch zu klein. Wie wär's mit Bleib immer auf der Walze? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Hey, hier ist eins. Da steht drauf, lass nichts hängen. Das klingt nicht gut. Das mit Frankenstein gefällt mir. Und das soll uns verbinden ohne mich. Wie wär's denn einfach mit einer Blume? Jeder könnte eine Rose nehmen. Hört mal, Kinder. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wir auch nicht. Laura, das da! Oh, Buddy. Hast du ein Bild von mir? Deins habe ich noch. Klar, das ich beim letzten Ausflug gemacht habe. Na endlich, also her damit. In einer halben Stunde könnt ihr die Hemden abholen. Das macht 4,95 das Stück ohne Mehrwertsteuer. Super ist das. Nein. Warum nicht? Wir könnten sie immer tragen. Nur über meine Leiche. Ich will nicht, dass du mit mir auf der Brust in Detroit herumläufst. Die denken doch, deine Freundin ist verblödet. Ich sag ihnen dann, du bist es nicht. Das glauben sie dir doch nie im Leben. Komm, wir hauen ab. Sie hat recht, Kleine. Danke. Und was machen wir jetzt? Uns muss doch was einfallen. Morgen ist Sonntag und am Montag fahre ich ab. Wir haben keine Zeit mehr. Wir werden es überschlafen. Im Schlaf habe ich immer die besten Einfälle. Ich wünsche mir was. Auf den Spuren des Jägers und Dumbledore zusammen mit dem Zoologen Professor John White und seiner Assistentin Chris Season in die Sümpfe. Ich finde das langweilig. Wenn du richtig Schach spielen könntest, hättest du schon Spaß dran. Spaß? Bobby Fischer sieht nicht so aus, als ob er daran Spaß hätte. In die Verlegenheit wie Bobby Fischer wirst du wohl nie kommen. Na? Mir geht's gut. Wirklich? Die beiden verstehen sich so. Kate. Komm, Big Will. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, bis Mary Tyler Moore kommt. Wir wollen mal sehen, ob wir etwas Leckeres im Kühlschrank finden. Was ist los mit dir? Nichts, nichts. Das nehme ich dir nicht ab. Laura zieht am Montag weg, nach Detroit. Für immer. Daddy, wenn ich nur eine Woche mitfahren könnte, nur um zu sehen, wo sie wohnt. Buddy, das ist doch unmöglich. Daddy, ich werde es nicht ertragen, wenn sie weg ist. Ich gehe ein. Buddy, dass Laura wegzieht, erscheint dir natürlich im Moment wie eine große Tragödie, doch das ist es nicht. Du hast gut reden, Dad. Tut mir leid. Das war nicht fair von mir. Ich fühle mich so leer und allein. Komm zu mir. Als du klein warst, hat das immer geholfen. Es ist traurig, einen Freund zu verlieren. Aber man verliert im Leben viele Freunde. Es ist ja nicht so, dass du Laura nie wiedersehen wirst. Denn Detroit liegt ja nicht auf dem Mond. Versuch's mal so zu sehen. Ich kann's ja versuchen, aber es wird sicher nicht besser. Und jetzt den Schokoladensirup. Es ist keiner mehr da. Kein Schokoladensirup? Ich kann ja noch mal nachsehen. Mom, du bist großartig. Mit Schmeicheleien erreichte bei mir alles, aber es ist trotzdem keiner mehr da. Tut mir leid. Mom? Ja, Willi? Du weißt es also, ja?
Dad hat's mir gesagt. Das sollte er nicht. Er wollte es auch nicht. Ich habe ihn dazu gezwungen. Möchtest du mir etwas sagen? Du? Nein, ich nicht. Na gut. Nein, bitte. Wenn du noch einen Schritt näher kommst, breche ich zusammen. Und das darf ich nicht. Ich habe gerade noch die Kraft, das Wochenende durchzustehen, aber mehr nicht. Gerade noch. Bis Montag. Eine Nacht, morgen früh, morgen Abend, Montagmorgen. Oh Mann. Bis Montag ist eine Ewigkeit. Es ist hoffnungslos. Mehr als das. Es ist Sonntag und alles ist geschlossen. Dann nehmen wir etwas, was wir schon haben. Aber es muss etwas Persönliches sein. Ich hab's. Wir werden Blutsbrüder. Hä? Wir schneiden uns in den Finger und vermischen unser Blut. Dann fließt für immer das Blut vom anderen in unseren Adern. Hör endlich auf, von Blut zu reden. Ich werd ohnmächtig. Hab ich vergessen, entschuldige. War nur so eine Idee. Keine Angst, Kleine. Ich behandle alles wie Porzellan. Oh, ich vertraue Ihnen. Bedingungslos. Also, ich geb's auf. Laura, sieh mal. Was? Hast du das denn nicht gesehen? Was? Seinen Arm. Seinen Arm? Die Tätowierung. Natürlich. Das machen wir. Das ist überhaupt die Lösung. Na, fantastisch. Wir machen es uns auf die Schulter. Oder vielleicht aufs Knie. Buddy, wer macht sowas überhaupt? Wir sehen im Telefonbuch nach. Das wird sicher wieder nichts. Da muss man bestimmt über 18 sein. Laura, du bist eine richtige alte Unke. Selbst wenn wir über 18 sein müssen, dann lügen wir. Aber das geht doch nicht. Natürlich geht das. Wir ziehen uns einfach älter an. Du meinst, das geht? Na klar, wir müssen uns tätowieren lassen. Sowas ist viel schöner als T-Shirts. Die läuft nicht ein und verlieren können wir sie auch nicht. Du bist ein Genie. Wusstest du das noch nicht? Du hast recht. Ich hätte nichts mehr essen sollen. Na ja, ist halb so schlimm. Ich trag's einfach offen. Du siehst fantastisch aus. Ich mag das Kleid. Sehr sexy. Gehen wir lieber, bevor ich es mir anders überlege. Gute Nacht, Willi. Amüsiert euch gut. Ach, Willi, wenn Buddy nicht bis 9 Uhr zu Hause ist, würdest du sie dann bitte von Laura abholen? Natürlich, keine Angst. Du siehst klasse aus, Mann. Danke. Gute Nacht. Das soll sehr nett gewesen sein. Ich konnte leider nicht kommen. Ja, das war's. Ich trinke heute nur sowas. Also, erst hatte ich überhaupt nichts übrig für eine Kreuzfahrt. Ich wusste auch nicht, was ich anziehen sollte. Und dann dachte ich, mit Hunderten von Leuten auf einem Schiff zusammengefärbt. Und dann wurde es ganz lustig. Und die Insel, paradiesisch. Wir blieben ein paar Tage länger auf St. Kitts.
Ach, Doug, ich habe für Press die Scheidungsklage übernommen. Wie stehen die Kinder dazu? Nicht besonders. Die 16-jährige Tochter ist einmal am Wochenende verschwunden und ist erst am Donnerstag darauf wieder zurückgekommen. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Da kommt man nicht drum rum. Mädchen in dem Alter brauchen ihre Mutter. Auch Jungs. Also das Schönste war, endlich mal mit Fred allein zu sein. Kein Haushalt, keine Kinder, nur wir beide. Dir und da kann das auch nichts schaden. Was? Entschuldigt mich. Aber nicht so lange, Kate. Das Essen ist gleich soweit. Wir wollen noch nicht den ersten Gang verpassen. Hier. Dekorierst du neu? Nein, ich sehe sie mir nur an. Es ist komisch, es gibt Dinge, die wir ständig um uns haben, aber nie richtig wahrnehmen. Wie diese hier. Genau. Uli, was hältst du von Tätowierungen? Hast du dir das jemals genau angesehen? War Mom nicht klasse? Mir gefällt sie heute besser. Das hier ist mein Lieblingsbild. Da ist sie mit Nancy auf dem Arm. Kenn ich. Willy, ich habe die Bilder schon 100 Millionen Mal gesehen, glaub mir. Also antwortest du mich jetzt oder nicht? Antworten? Ich habe dich etwas sehr Wichtiges gefragt. Ich muss es unbedingt wissen und du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Das ist typisch Buddy. Bloß du, bloß du, bloß du. Du kommst zuerst, egal was los ist. Was soll denn los sein? Ich komme hier ganz ahnungslos rein und du hackst auf mir rum. Tut mir leid. Willy, stimmt irgendwas nicht? Ja. Was? Mit Mom. Was denn? Hör mal, Buddy, ich soll es dir eigentlich nicht sagen, aber es ist irgendwie nicht fair, dass du es nicht weißt. Dass ich was nicht weiß? Mom geht's gut, aber es gibt da ein Problem. Sie ist zum Arzt gegangen und der hat in der Brust einen Knoten gefunden. Hat sie Krebs? Nein. Aber es könnte vielleicht sein. Am Montag soll sie es erfahren, wenn das Ergebnis der Untersuchung vorliegt. Sie hat es bestimmt nicht. Wieso hat sie mir nichts gesagt? Wir beide sollten das nicht wissen. Damit wir uns keine Sorgen machen. Mach ich mir aber. Ja. Warum hältst du denn an? Alles in Ordnung? Ja. Es tut mir leid, Doug, ich hab's da nicht länger ausgehalten. Da war eine Frau in der Damentoilette. Eigentlich waren es zwei. Ich habe sie nicht mal gekannt. Sie sprachen über eine Freundin, der gerade ein Unglück zugestoßen war. Kate, worüber sprichst du? Ich sage dir doch, die beiden sprachen über eine gemeinsame Freundin. Ich weiß nicht, warum rede ich darüber? Es ist so stickig hier drin. Ich brauche Luft.
Katie. Verzeih mir, Doc. Aber ich habe furchtbare Angst. Ich weiß. Ich bin ja da. Warum setzt du dich nicht zu uns? Ich mach den Rest. Nein, ich mach das. Das ist nicht nötig. Wir haben jetzt genug. Ich hole den Kaffee. Ich hole ihn schon. Möchte jemand Marmelade? Erdbeeren. Mom? Nein, danke. Kate, willst du denn überhaupt nichts essen? Ich konnte mich mal wieder nicht zurückhalten, hab beim Kochen genascht. Ich möchte nur Kaffee. Hört mal, wollen wir heute Abend nicht ausgehen? Ins Kino und vorher essen. Der neue Film mit Jack Nicholson, habe ich gehört, soll so gut sein. Ich finde, das können wir heute Abend noch entscheiden. Oh, Buddy, hier ist die Entschuldigung für das Zu-spät-Kommen. Ich habe es an Miss Parson adressiert. Ist das richtig? Dankeschön, Mom. Das wird wohl ein feierlicher Abschied von Laura, dass du sogar dafür einen Rock anziehst. Es ist nicht für Laura, es ist... Das macht sie, um Lauras Mutter zu beweisen, dass sie auch tatsächlich Beine hat. Es sind zwar X-Beine und Spindeldürre, aber es sind immerhin Beine. Willie, lass bitte Buddy in Ruhe. Schon gut, Dad. Einen Moment, jetzt reicht's. Was, Kate? Wenn Buddy Willie keine verpasst, wenn er sie veräppelt und alle für jeden Bissen, der auf den Tisch kommt, ununterbrochen Dankeschön sagen, dann stimmt was nicht. Du weißt es, Buddy. Hast du Angst, Buddy? Ich auch. Ich würde gern so tun, als hätte ich keine, aber es geht nicht. Ich habe mir gesagt, wenn Sie etwas davon erfahren, dann werde ich sagen, macht euch keine Sorgen, ich mache mir auch keine. Aber ich kann es nicht. Kate. Nein, Doug, bitte lass mich ausreden. Alles, was ihr so denkt, denke ich auch. Und ich möchte euch um eins bitten. Hört bitte auf, darüber nachzudenken. Macht einfach weiter wie bisher. Glaubt daran, dass alles wieder gut wird. Tut mir den Gefallen. Denn wenn ihr das könnt, kann ich es vielleicht auch. Mom. Wirklich, es wäre leichter für mich. Es würde mir helfen. Also gut. Bis dann. Buddy, zieh den Rock aus. Das macht mich nervös. Und grüß Laura schön. Mom. Und du gehst jetzt auch, bitte. Nein, ich werde dich dahin bringen. Das wirst du nicht tun. Du gehst in dein Büro. Ehrlich, ich gehe lieber allein zum Arzt. Kate. Bitte nicht. Ich verspreche dir, ich rufe dich sofort an, wenn ich etwas weiß. Geh jetzt. Bitte.
Du bist ja nicht richtig angezogen. So glaubt dir doch kein Mensch, dass du 18 bist. Laura, weißt du, wir haben nicht so viel Zeit, Buddy. Meine Mutter und mein Vater sind bei irgendwelchen Freunden. Sie kommen jeden Augenblick wieder zurück. Ich hol dir einfach ein paar Sachen von meiner Mutter. Ich habe mir etwas überlegt. Wir brauchen da nicht hin. Woher kriegen wir denn sonst die Tätowierung? Laura, wir brauchen sie nicht. Das ist mir klar geworden. Wir brauchen keine Tätowierungen, keine T-Shirts mit unseren Bildern drauf. Irgendwas brauchen wir. Wie sollen wir sonst immer aneinander denken? Wir brauchen dazu nichts. Wir können uns doch überhaupt nicht vergessen. Buddy, ich glaube, du wirst mir fehlen. Wo soll ich eine solche Freundin finden wie dich? Das wirst du nicht. Und ich werd's auch nicht. Und das meine ich damit. Dazu brauchen wir keine Tätowierungen. Wenn man einen Menschen wirklich gern hat, dann muss man das nicht extra aufschreiben. Komm, ich kann diese Schmiere im Gesicht nicht länger ertragen. Meine Mutter hat Reinigungscreme. Du, weißt du noch, wie wir versucht haben, uns hier zu Praxis Dr. Reston? Wie wär's am Dienstag um 1? In Ordnung. Wie wär's mit einem Kaffee? Nein, danke, ich möchte nichts. Ich werde etwas lesen. Kate, kommen Sie bitte rein. Bin ich froh, dass du wieder deine Uniform anhast. Und wen stellst du heute da? Schneewittchen? Wenn du mich fragst, Willi als Schneewittchen? Nein, ich weiß nicht. Guten Morgen. Morgen. Frühstück, herrliches Frühstück. Willi, versuch nicht, deine Mutter weich zu machen. Die Antwort ist nein. Wie war denn die Frage? Kannst du mir vielleicht $10 leihen? Ich gehe heute aus mit einem einmaligen, tollen Supergirl. Du kennst mich. Ich leihe sie dir. Zu 9%. Dad, sollte ich zu Bargeld kommen, könnte ich dich als Anwalt nehmen und Buddy wegen Wucher verklagen? Wucher? Ja. Du bist doch imstande, Blut aus einem Stein zu pressen, wenn es um Geld geht. Nur weil ich versuche, das Geld zusammenzuhalten? Überleg doch mal, wenn ich jedes Mal etwas dafür nehmen würde, wenn ich dich zum Zahnarzt fahre. Das schon gut. Ab sofort fahre ich mit dem Bus. Na, wie schön. Ich bin beruhigt. Das ist alles wieder beim Alten.